Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal und wir sind wieder einmal auf der Galgenberg. Ja, wir stehen hier vor dem Feld, das wir erst in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, gekauft und wir haben es ja mittlerweile hier schon vorbereitet, denn das soll unser Sonnenblumenfeld werden und wir sehen, pH-Wert ist perfekt. Wir haben auch schon mal ein bisschen hier vorgedüngt, Stickstoff 85 Gramm, Kilogramm pro Hektar und ihr seht es, wir haben ein wunderschönes Saatbett hier für die Aussaat, denn es ist März und das heißt, wir schwingen uns jetzt hier in unseren Warrior, ups, schnell hier rüber und werden jetzt unsere Einzelkornsaatmaschine holen, denn die wird verkauft. Ich habe nämlich eine neue schon beim Händler geordert. Die ist heute eingetroffen. Deswegen bringen wir das Altgerät weg, geben es in Zahlung und bekommen dafür was richtig Schönes Neues. Und was? Das sehen wir dann gleich, wenn wir beim Händler sind. So, ich muss mal hier kurz aus dem Fenster schauen, weil da hinten fährt unser Fendt, weil der sät bereits oder der macht bereits mit der Drille hier Arbeit und bringt Weizen aus, wenn ich richtig weiß. Jo, so, also es ist wieder jede Menge los. Es geht hier richtig los. Wir sind im Frühling, im März. Wir beginnen mit der Aussaat. So, dann jetzt muss ich schauen. Hier ist Platz, hier ist Platz. Da kann ich rüberfahren. Denn unsere Einzelkorn, die steht da in der Halle, wenn ich richtig weiß. Und die werden wir uns schnappen. Davor müssen wir aber erstmal das Gewicht loswerden. Nee, hier glaube ich nebendran, oder? Jo, das sieht gut aus. Die Kuhn mit 6 Meter Arbeitsbreite. So, Gewicht herunterlassen. Dankeschön. So, dele. Und dann schnappen wir uns erstmal den vorderen Teil. Das müsste doch so passen, oder? Ja, vielleicht nochmal kurz rückwärts. Okay, so sitzt es. Wackelt und hat Luft. Huch. So, ah, das war vielleicht hier mit der Hecke doch keine so gute Idee. Also das macht es ja natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Rangieren. Okay. Ja, das passt schon. So, da haben wir noch ein bisschen Saatgut drin. Wir haben auch etwas Dünger drin. Das heißt, das werden wir beim Händler erstmal entladen und dann in die neue Drille damit übernehmen. Ja, so, links ist meines Wissens frei. Dann fahren wir mal hier lang. Wir nehmen mal ein bisschen den Umweg, weil dann können wir nämlich hier mal vorbeifahren, wo unser Fendt unterwegs ist und schauen mal, wie weit er ist. Aber ich glaube, das müsste gleich hier auch erledigt sein. So, na, wo ist er, wo ist er? Ja, sieht gut aus. Ja, da ist noch ein bisschen, okay. Mal kurz anhalten. Ja, der ist in den letzten Zügen. Wunderbar. Und dann weiter zum Händler. Kurz Stopp. Von links kommt sowieso nichts. Oh ja, da müssen wir ein bisschen hier rangieren bzw. ausholen. Und dann haben wir, wie gesagt, dieses Feld hier rechts. Da ist er, glaube ich, jetzt gerade fertig, der Fendt. Das haben wir dann angesät. Wir müssen hier links dann noch arbeiten. Und dann haben wir ja noch zwei Felder mit Mais. Aber das Ganze ist dann erst im nächsten Monat fällig, im April. Jetzt ist erstmal Sonnenblumenzeit. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Sonnenblumen sind immer so richtig wunderschön. Und jetzt geht's mal wieder richtig in die Feldarbeit hier auf der guten, wunderschönen Galgenberg vom Yogi, der ja mittlerweile mit seiner Oberschwaben in den letzten Zügen, also es gibt jetzt Vorstellungsvideos, wo er so ein bisschen erklärt, wie die Höfe funktionieren, wie die Produktionen funktionieren, wie eben so seine Idee ist mit den verschiedenen kaufbaren Objekten für eben die Oberschwaben. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, wann es soweit ist, aber das dürfte sich jetzt wirklich nicht mehr allzu lange hinziehen, bis eben dann die Oberschwaben im Mod-Hub erscheint. Und was uns hier erscheint, ist eine Horsch Maestro
1275 SW, 9 Meter Arbeitsbreite, 9 Meter Arbeitsbreite. Wir brauchen 180 PS, um das ganze Teil hier zu ziehen. Aber es macht eben auch Aussaat und Düngen in einem Durchgang. Aber natürlich nicht grubbern. Das Feld muss vorbereitet sein, ist also keine Direkt-Saatmaschine. Aber dennoch freue ich mich hier auf diese Horsch. Das macht die Sache auf jeden Fall angenehmer. Und dann gehen wir gleich los und werden entsprechend ansähen. Die guten, wie gesagt, Sonnenblumen. So, jetzt müssen wir hier mal Saatabdeckung öffnen. So, entladen. Das war der erste Teil, glaube ich. So, hinten müssen wir auch entladen. Das heißt, da müsste jetzt jede Menge Material sein. Sehr schön. Und wenn ich richtig weiß, haben wir die eigentliche Maschine hier, die Saatmaschine, die haben wir, die Einzelkorn, geliehen. Während den vorderen Teil, den haben wir gekauft. Das heißt, so viel wird es gar nicht mehr geben. Schauen wir mal. Okay. So, die Kuhn. Den Teil können wir verkaufen. Den Teil können wir nur zurückgeben. Aber hier, dafür kriegen wir noch 13.500 Euro. Wunderbärchen, Klärchen. Und ab damit. So, sehr schön. 13.598 haben wir jetzt wieder auf der Habenseite. Aber ich will gar nicht sagen, was uns die neue Maschine gekostet hat. Und dann werden wir die jetzt mal erstmal aufladen bzw. auffüllen mit dem Material, was wir hier jetzt hier stehen haben. Sehr schön. So, ich glaube, die müssen wir aufklappen. Die müssen wir aufklappen. So, jetzt müsste doch was gehen. Genau, richtig. Okay, das war nur ein bisschen. Jetzt schauen wir mal. Ja, da müssen wir näher ranfahren. Weil das müsste jetzt Dünger sein. Genau, auffüllen. Der erste Sack ist weg. Der erste Big Bag. Oh ja, da ist natürlich jede Menge Platz, das sehen wir. Also, da werden wir das Teilchen erstmal auffüllen. Ich denke, wir werden auch das Gewicht erstmal holen. Und dann damit aufs Feld. Und wieder mal unserer Arbeit nachgehen. So, Dede, mal ganz kurz hier stehen geblieben. Weil ich will nochmal einen kurzen Gedanken mit euch teilen. Dazu gehen wir ein bisschen nach oben, denn wir haben ja das Thema, dass wir eigentlich noch vielleicht die ein oder andere Produktion hier letztendlich produzieren bzw. platzieren müssen. Und da bietet sich vielleicht hier am Kreisverkehr so ein kleines Gewerbegebiet an. Also da bin ich am Überlegen, ob wir hier eventuell, weil da hat es ja auch eine Einfahrt, da könnten wir natürlich mit dem Feld hier arbeiten oder mit dem Feld. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, eine Halle zu erwerben, um zum Beispiel noch Großgerät hier unterzustellen. Also, weil wir haben ja hier noch die Ölmühle und verschiedene andere Produktionen, die uns hier auf der Map als solches fehlen. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir hier ein kleines Gewerbegebiet gründen. Es gibt zwar noch eine Baufläche oben im Dorf, aber ich glaube, das Ganze wäre hier geschickter platziert, wenn wir das hier unterbringen. Und das andere Thema ist, das habe ich ja euch auch schon mal, glaube ich, erklärt oder gesagt, wenn wir zum Beispiel hier richtig häckseln wollen und dann auch mit mehreren abfahren, Beispiel natürlich auch hier Zuckerrüben und Kartoffeln, weil das Thema haben wir, glaube ich, bis jetzt hier noch gar nicht behandelt auf dieser Map, dann bietet sich's natürlich an, dass wir eventuell ein Multifrucht-Silo unterbringen auf einer großen Fläche, damit wir dann auch wirklich mit den Abfahrern ranfahren können, auch zum Beispiel für die Gras- oder für die Häckselgeschichte, dann ein Fermentersilo irgendwo unterbringen, so dass eben unsere Abfahrer hier auf der Konsole, denn wir spielen ja hier auf der PlayStation 5, dass wir dann hier auf der Konsole dann natürlich auch die Fahrzeuge mit den Helfern hoffentlich dahin bringen, wo wir sie hinhaben wollen. So, wir fahren hier zu unserem kleinen Einkaufssilo, zu unserer Einkaufsstation neben der Logistikhalle. Dann machen wir einmal bitte voll. Ja, nochmal zurück. Da war mal etwas zu flott. Oh, ist schon. So, da passt richtig was rein, was Dünger angeht, aber ich glaube, so viel werden wir gar nicht brauchen. Dann fahren wir mal hoch und holen unser Gewicht, aber ich glaube, da stimmen wir jetzt gerade ein kleines bisschen. Ich überlege gerade, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten?
Ja, weil das Gewicht liegt jetzt gerade im Prinzip verkehrt herum. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So, dann würde ich doch sagen, erstmal abhängen. Und einmal Gewicht bitte. Jetzt das Ganze wieder rückwärts. Huch, nee, da müssen wir noch mal ein bisschen vorwärts setzen. So. Sehr schön, auf geht's zum Feld. Zur Sonnenblumenaussaat auf der guten Galgenberg im März. Und ich denke, wir werden wieder von oben starten. Das bietet sich hier einfach an auf dem Feld. Sodele, Sodele, mein Freund, du musst mal kurz warten. Landwirtschaftlicher Verkehr. Uiuiuiuiui. Was hat denn der Deutz? Ich glaube so 247 PS, oder? Aber der tut sich hier schon ganz schön schwer mit dieser kleinen Steigung. Ja, und da, oh, da haben wir Gegenverkehr. Und jetzt haben wir uns tatsächlich ein Feld gekauft, in dem hier auch noch Masten, Telefon- oder Strommasten, ich glaube, es sind Strommasten, stehen. Und das heißt, da müssen wir ein kleines bisschen von Hand arbeiten. Das heißt, da können wir nicht alles den Helfer machen lassen. Okay, wir lassen mal das Maschinchen hier kurz stehen. Spurten rüber. Ja, über den 8. Nee, Augenblick. Nee, nee, das machen wir dann doch lieber so. So, einmal den Fendt hier anwerfen. Dann packen wir zusammen. Wir schauen nochmal, wie sieht es denn hier jetzt aus? Sehr gut, pH-Wert perfekt, Stickstoff perfekt und Weizen ist ausgebracht. Natürlich mit Unkraut. Klar, da wird dann Unkraut drauf wachsen und gewalzt wird jetzt nicht. So, Dele, dann bringen wir dich jetzt auch mal erstmal wieder zurück auf den Hof. Oh, der muss dringend hier mal gewaschen werden, habe ich so den Eindruck. Ja, da ist Wagen- bzw. Maschinenpflege angesagt. So, Dele. Ja, und langsam aber sicher, müssen wir mal schauen. Eventuell entwickelt sich hier die Galgenberg langsam aber sicher zu unserem kleinen Big Farm Projekt, denn wir können ja hier noch einige Felder kaufen und einige Felder auch zusammenlegen und wir bewegen uns ja immer noch im unteren Teil der Map beziehungsweise im Tal, im flachen Teil und natürlich nach hinten raus gibt es noch jede Menge Möglichkeiten. So, dann fahren wir mal hier rein und bringen den Kollegen schon mal auf den Waschplatz sozusagen in Position. Sehr schön. Okay, Motor aus. Und wir spurten in Anführungszeichen hier wieder zum Deutz, zum Warrior, Motor an. Wir klappen das Maschinchen aus und dürfen nicht vergessen, dass wir noch umstellen müssen auf Sonnenblumen. Und dann werden wir hier jetzt mal großzügig ein Vorgewende fahren. Und wir sehen es schon ein bisschen an den Spuren. Das ist eben das Schöne an dieser Einzelkornmaschine, dass wir an den Spuren schon sehen, wie letztendlich hier der Helfer dann übers Feld fahren kann. Aber ich denke, so viel Helfer wird es gar nicht. Ja, und wie gesagt, wir machen jetzt hier Sonnenblumen. Natürlich können wir das auch den Schweinchen verfüttern, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall bei Gelegenheit dann noch eine Ölmühle installieren oder aufbauen. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, weil ich habe ja hier noch so eine richtig schöne alte Mühle-Mod,
wo wir natürlich auch Getreide mahlen können, aber eben auch Öle herstellen aus Sonnenblumen, natürlich Sonnenblumenöl und aus Rapsöl. Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Aber ob jetzt hier eine Mühle, wirklich eine richtig schöne alte klassische Mühle herpasst, das weiß ich nicht. Da denke ich, da werden wir dann doch eher so eine Ölproduktion hinstellen. So, Dele. Da fahren wir dann gleich mal hier rückwärts. Ja, wie gesagt, dieses Feld ist alles andere als helferfreundlich. Da müssen wir auf jeden Fall immer mal ein bisschen nacharbeiten, aber darauf habe ich echt Bock. Denn wir haben ja uns ja schon sehr viele andere Felder zugelegt. Extra auch ein bisschen in Hinsicht, dass wir natürlich gut mit den Helfern arbeiten können. Ist jetzt auch kein kleines Feld hier. Also da wird mit Sicherheit auch gut was rumkommen, weil ertragsmäßig ist das ja auch eher im vorderen Bereich zu sehen. Sozusagen im Plus. Und deswegen nehme ich das hier gerne in Kauf hier mit den drei kleinen Inselchen, die hier auf der Map verbaut sind, beziehungsweise auf dem Feld sind. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Er wird ja hoffentlich das Teil hier hochziehen können. Und einmal rückwärts und einmal bremsen. So. Oh ja, da kämpft er. Da kämpft er. Wir machen mal den Tempomat rein. Natürlich könnte man dann zum Beispiel, wenn man das Feld hier nebendran kauft, dann dieses hier auch relativ zügig zusammenlegen. Man sieht es ja, ist ja auch nur ein ganz kleiner Feldrand hier. Dann hätte man hier natürlich auch ein schönes, schönes, großes Feld. Und ich denke, optisch sieht es dann schon toll aus, wenn eben die Sonnenblumen stehen und dann die Masten da rausgucken. Okay. So, jetzt lassen wir hier einfach mal den Helfer laufen. Und dann schauen wir mal, was er hier aus dem Ganzen macht. Ja, das Problem ist aber, jetzt sehe ich es gerade, sind natürlich hier vorne hier die Dekos, also diese Reifen und so weiter, die stehen natürlich ein kleines bisschen im Weg. Ja, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Das machen wir so. Dann machen wir einfach erstmal vorne ein bisschen Vorgewende und dann passt das. Aber wie gesagt, hier auf dem Feld, da müssen wir schon ein kleines bisschen gucken. Da wäre jetzt natürlich so ein Crossplay richtig feine Sache. Denn das Feld ist jetzt wirklich nicht helferfreundlich. Jedenfalls nicht Giants helferfreundlich. So, jetzt lassen wir mal den Helfer so laufen. Oje, oje, oje. Da ahne ich auch schon wieder Schlimmes. Ja, ich glaube, wir machen das doch anders. Weil da wird er sich auch ziemlich schnell schwer tun. So. Ja, ja, jetzt soll er erstmal hier zwei, drei Vorgewände fahren und wir können in der Zwischenzeit uns hier um den Kollegen kümmern. Ein bisschen Maschinenpflege, der gute Fan 726, der braucht auf jeden Fall hier ein bisschen Maschinenpflege. Jo, und jetzt haben wir hier Saatmaschinen von Horsch. Zweimal. Einmal die Einzelkorn und einmal hier natürlich die Direktsaatmaschine. So.
Sodele, aber jetzt bin ich gerade mal am Überlegen. Sekunde. Lasst mich nochmal schauen. Augenblick. Und zwar, was können wir jetzt diesen Monat noch... ansehen? Wir haben jetzt Weizen rausgebracht. Gerstefeld haben wir. Jetzt überlege ich gerade, haben wir Hafer gemacht? Nee, ich glaube, wir haben ein Roggenfeld am Start. Die drei Felder, die wir zusammengelegt haben. Raps haben wir jede Menge. Soja wäre eigentlich, glaube ich, interessant, aber Soja ist erst im nächsten Monat. Wir schauen nochmal. Also, hier müssten wir eigentlich... Zack. Das müsste Roggen sein, diese drei Felder, die wir zusammengelegt haben. Natürlich. So, dann haben wir jetzt hier Weizen. Das sind alles unsere Rapsfelder. Hier kommt auf jeden Fall Mais drauf. Einmal haben wir ja gesagt zum Häckseln und einmal Futtermais für unsere Schweinchen. Und die 86, die ist noch frei. Und wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir da drüben noch Gerste. Also haben wir so ziemlich eigentlich alles. Und mit den Sonnenblumen hier passt das soweit. Dann können wir hier definitiv Soja rausbringen. Das wird sich auf jeden Fall anbieten. Ja, und wenn ich vorhin davon gesprochen habe, vom Big Farm, dann die 77, 78, 79, das sind zum Beispiel auch drei Felder, die könnte man wunderschön zusammenlegen und auch ein richtig schön großes Feld machen, weil hier hat es natürlich einen Weg, hier hat es keine Wege dazwischen, sondern nur ganz normale Feldrandbegrenzungen. Das heißt, da könnte man auf jeden Fall ein bisschen was zusammenlegen. Und wenn wir dann natürlich hier oben gucken, ja, hier hat es natürlich auch zum Beispiel drei wunderschöne Felder, die man zusammenlegen kann. Das Ganze hier kann man alles wunderbar zusammenlegen. Also hier gibt es noch jede Menge Möglichkeiten und dann könnten wir wirklich aus der Galgenberg ein kleines Big Farm Projekt machen mit Feldern, die auch an der Steigung bzw. am Berg sind. Yo! Okay, also das heißt hier, mit der Horsch werden wir hier jetzt nichts mehr machen. Also jedenfalls nicht mehr hier mit dieser Direktsaatmaschine in diesem Monat. Im nächsten Monat wird dann Soja ausgebracht und das schauen wir uns dann vermutlich noch nicht in der nächsten Folge an, aber bald, denn wir haben natürlich hier auf der Galgenberg noch jede Menge Micromanagement bei Yogi, könnte man fast sagen, denn wir haben noch viel, viel zu tun mit unseren Produktionen und den sonstigen Geschichten. Das soll es für die Folge gewesen sein, die Galgenberg, und ich glaube, wir sind jetzt schon mittlerweile in Folge Nummer 46, nein, 48, Folge Nummer 48. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.